Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Hallo. Hier sind Eva und Kati und wir haben wieder etwas ganz Tolles vor. Ja, wir haben ja letztens diese coolen Anti-Stress-Bälle mit den Emoji-Gesichtern gemacht. Und wir dachten, die beiden sind ziemlich klein, wir haben die ja gegen die Zeit gemacht. Wir machen noch einen großen. Wir haben uns einen riesengroßen Ballon besorgt. In Gelb? Ja, passend in Gelb. Und wir haben auch zwei Stifte hier. Und zum Glück haben wir noch jede Menge Hobbysperlen. Genau. Die hat Kahn uns nicht weggenommen. Er hatte sie als Geisel, aber er hat sie wieder rausgerückt. Auf jeden Fall haben wir wieder hier einen Messbecher. Wir haben eine Flasche, diesmal mit einem ziemlich großen Flaschenhals. Genau. Und ich glaube, man kann auch direkt losgehen. Ich hoffe, wir kriegen einen richtig coolen, riesengroßen Anti-Stress-Ball. Emoji-Anti-Stress-Ball, genau. Ja, wir befüllen als erstes mal die Flasche. Und diesen großen Luftballon, den puste ich schon mal ein bisschen auf. Oh. Gar nicht so einfach. So groß ist er jetzt? Ja, ein Stück haben wir schon mal. Obwohl, ich puste noch ein bisschen auf. Wir wollen ja, dass der riesengroß wird. Ja, und ja alles rein, was wir haben. Das Nachpusten, wenn da schon was drin ist, ist ja immer ist nicht so einfach. Ja, ist auch eklig. Der ist auf jeden Fall hier oben so riesengroß, da komme ich gar nicht so richtig gut mit zurecht. Wie bei den kleinen Luftballons, da ist es ja immer recht ziemlich klein. Ziemlich einfach, die aufzupusten. Der Luftballon ist jetzt so groß, ein bisschen eierförmig. Mhm. Und ich glaube, du hast schon die Flasche einmal komplett vollgefüllt. Die Flasche ist komplett voll, ja. Ich drehe das jetzt hier. Wo ist es? Ach, da. Gut zudrehen. Zu. Wir haben nämlich keine Klappe dabei dieses Mal. Genau. Und das stülpen wir jetzt hier über die Flasche. Schön drüber. Gut festhalten. Genau. Die Flasche umdrehen. Ich hab sie. Und hier das gedrehte. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, dass hier unten jetzt schon jede Menge Obbys-Perlen drin sind. Ich habe ihn. Gut zuhalten. Willst du ihn festhalten? Ich habe ihn. Dreh es schon mal wieder ein bisschen zu, damit hier nichts passiert. Und ich fülle wieder unsere Flasche auf. So. So, die Flasche ist wieder voll. Gut, dann mache ich es hier mal offen. Aufdrehen. So. Und sie laufen rein. Oh, der wird schon richtig schwer. Einmal ein bisschen hoch. Genau. Jetzt ist auch der Rest drin. Hältst du zu? Ich habe ihn. Gut, ich fülle dann wieder die Flasche nach. Wir haben langsam Richtung Übung, richtig Übung da drin. Ja, wir haben ein schon echt Team. Einige an die Stressbälle vollgefüllt. Funktioniert es auch wirklich richtig gut, wenn man eine Flasche hat, die einen großen Flaschenhals hat, wenn man das Ganze dann mit so einem Messbecher hier einfüllt. Kann man auch gut im Garten machen, wenn es heiß ist. Schön erfrischend, die Perlen. So. Ich drehe es nochmal hier unten zu. Das war eben ganz gut. Da ist ein Löchchen, da müssen wir vorsichtig sein. Mhm. Und ich drehe ihn auf. Die Obbys-Perlen plätschern in den Ball. So, wie viele Liter haben wir schon? Drei, ne? Die drei Ladungen. Ich glaube, die Flasche hat mehr als einen Liter. Ich glaube, das ist eine anderthalb oder zwei Liter Flasche. Müssen wir gleich mal auf die. Ich schaue mal einmal. 1,5 Liter. Kannst du den ein bisschen versuchen, rüber zu machen? Ich nehme die kleinen. Ich habe Angst, dass ich. Ich nehme die kleinen mal raus, warte. Nummer 1. Und der zweite auch. Dass ich den hier irgendwie an der Seite. Ist ja komplett schnell.
Und die nächste Ladung ist voll. So. Ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Bis hier ist das schon voll mit lustigen kleinen Wasserperlen. Vielleicht können wir jetzt mittlerweile auch... Ich gebe es mal so ein bisschen zu dir rüber. Ja, oder schaffen wir es, den rauszuheben? Dann können wir das alles in diesen... Ja. Geht das? Ja, hab ihn. Kannst du auf den Tisch ablegen. Da ist er. Boah. Da ist er. So, dann... Nichts passiert. So. Und das ist der Rest. Der letzte Liter. Ich mach lieber wieder die Schüssel da drunter. Weil da fallen auch schon direkt wieder ein paar daneben. So. So, die letzten. Wollen wir die noch so ein bisschen mit den Händen zusammenschieben? Ich glaube, das... Das sind ja jetzt wirklich nicht mehr viele. Und dann ist unsere Schüssel auch wieder leer. So, jetzt die letzte Portion. So. Hui. Langsam ist auch alles richtig glitschig. Ich sehe es schon kommen, der rutscht uns hier gleich vom Tisch. Und dann spritzen die Perlen überall hin. Okay, die letzten Orbisperlen sind drin. Ich lasse jetzt ganz vorsichtig die Luft raus. Einen Knoten. Jetzt fehlt nur noch das Emoji-Gesicht. Mhm. Ich male mal den Mund drauf. Ich fange hier oben mit den Herzchenaugen an. Oh, ich habe den Mund ganz schön groß gemalt im Gegensatz zu deinen Augen. Oh, die Herzchen kann ich ja noch größer malen. Okay, ich male das mal noch aus, ne? Ja. Und schon ist unser Anti-Stress-Ball fertig. Man kann ihn richtig schön kneten. Und ich glaube, ihm gefällt es, wenn du ihn knetest. Ja, guck mal, wie er lacht. Sieht aus, als ob er lacht. Total lustig. Und man kriegt sofort gute Laune, wenn man ihn anguckt. Und besonders, wenn man ihn knetet und er dann sogar noch lacht. Also der macht einfach nur gute Laune. Ja, mir gefällt er wirklich sehr, sehr gut. Wenn er euch auch gut gefällt, lasst uns einen Daumen nach oben da. Und sonst schaut unsere anderen Videos, zum Beispiel das Video, wo wir die kleinen Anti-Stress-Bälle gemacht haben. Genau. Oder unsere vielen anderen Videos, unsere vielen anderen Anti-Stress-Videos. Unsere Challenge-Videos, unsere Snack-Tests. Wir machen so viele schöne Sachen. Schaut einfach mal bei uns im Kanal vorbei. Vielleicht habt ihr auch Lust, mal bei Twitter, Instagram, Facebook oder auch bei Snapchat bei uns vorbeizuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss!